Ja, es wurde über die Leitstelle ein Brand in einem Reihenhaus gemeldet. Bei Eintreffen hat sich herausgestellt, dass Teile des Dachstuhls in Flammen standen und eine starke Rauchentwicklung war zu sehen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten sich die Bewohner bereits in Sicherheit gebracht. Aus dem Dachgeschossfenster schlugen die Flammen und aus einem Fenster auf der Rückseite war eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Ja, die ersten Maßnahmen sind da, einen Löschangriff vorzubereiten, da sich hier eine Menschenrettung bereits erübrigt hatte. Von daher wurde ein Trupp eingesetzt mit einem Strahlrohr, der zügig in das Obergeschoss vorging. Das Schwierige bei solchen Dachstuhlbränden sind die aufwendigen Nachlöscharbeiten und die Gefahr, dass sich über die Dachkonstruktion das Feuer auf andere Gebäudeteile oder Gebäude ausbreitet. Ja, vorsorglich haben wir dafür Teile der Dachhaut, der Dacheindeckung über Drehleitern oder mit Drehleitern geöffnet, um zu kontrollieren, ob sich das Feuer ausgebreitet hat. Über Heimrauchmelder in diesem Fall kann ich nichts sagen, aber dennoch gibt es eine starke Empfehlung seitens der Feuerwehr, Heimrauchmelder einzusetzen. Zurzeit finden hier vor Ort noch Nachlöscharbeiten statt. Die werden sich noch circa 1 bis 2 Stunden hinziehen und eine abschließende Kontrolle zur Folge haben. Zurzeit ist das Haus nicht mehr. Die Bewohner werden in einem solchen Fall immer zunächst gebeten, mit Angehörigen oder Freunden Kontakt aufzunehmen, um zunächst einmal dort untergebracht zu werden. In einem Fall, wo das nicht passieren kann, wird die Stadt Krefeld für eine Unterbringung sorgen. Thank you.